Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play von Baldur's Gate 3. Wir sind immer noch in den Türmen des Mondaufgangs und wir haben die Wächterin der Nacht, Minzerwa, befreit. Die wurde hier festgehalten und ja, ihre Seele sollte gebrochen werden, aber wir haben es geschafft, dass wir sie befreien konnten und haben uns hier quasi rausgeredet. wurden zweimal von Wachen noch aufgehalten. Und ja, Minzerwa hat uns hat sich jetzt angeschlossen. Wir können sie als Gefährtin mitnehmen. Hier unten in der Kammer wurde sie gefangen gehalten. Und ja, hier unten gibt es halt noch mehr zu sehen. Deswegen schauen wir uns hier noch mal ein bisschen weiter um. Da sind die beiden Folterer. Every traitor's mind 1000 times over, if the warden commanded it, and I do hope she commands it. Apostates must suffer. By your own hand when needed. It is the absolute way. Okay. Ja, wir gucken mal, was wir hier so finden. Da sind ein paar Skelette. Lohnt sich ja auch immer, da mal reinzuschauen. Ab und zu haben die mal was ganz Nützliches dabei. What's hiding here? Nein. It doesn't seem long ago that Minthari would have sought to kill us. And now we've welcomed her along. We're nothing if not magnanimous. Ja. Wollte ich gar nicht ansprechen. Okay, was haben wir hier? Tafel. Zelle 5. Das ist also ein großes Gefängnis hier. Gefangenen Tagebuch. Did you request this post too? I'm glad I got the warden and not Zarel. Don't get chatty with the prisoners, mind you. The warden won't like that. Okay. Dann reden wir vielleicht erstmal nicht mit dem. Bevor wir mit der Wärterin gesprochen haben. Oh, hier kann man rein. Eine offene Zelle. Ja, Dolch nehmen wir mal mit. Das können wir verkaufen. Okay, was bist du für einer? Warte mal, hier sind auch noch Skelette. Don't speak to the prisoners. The absolute forbids it. Okay, wie verbietet es? Was haben wir hier? Eine Fackel. Ein Gold. Da ist auch nichts drin. Okay, dann gehen wir mal hier in den Turm. Da ist die Wärterin dann bestimmt drin. Was haben wir denn hier? Hebel für Gemeinschaftszelle. Hebel für die unterschiedlichen Zellen, okay. You. Not you. Lord Ketherick may think you pose no threat to him in your disgrace, but I know the things you've done. Keep your bloody thoughts to yourself and your head down. Woher in aller Höllen kennt ihr mich? You set foot in our tower once. You did not leave. At least not through any door I have watch over. I assumed you overstayed your welcome. Little did I expect you to intrude again. Your name, your place, was kept from all of us last time, but you were to be shown the utmost of respect. Respect you must have proven yourself unworthy of. And now you waste my time. Whatever your business, a warning. None may speak to the prisoners.
Disciple Balthazar was most clear. Okay, diese Regeln gelten aber nicht für mich. Is that so? If you are above the General's chief advisor, you must be most impressive. Ich bin Kesseriks neuer Favorit. ja, das sollen wir schaffen hier. Plus 5 Charisma. They always think that. I'm not sure why someone of your stature must converse with prisoners. Perhaps a small donation would convince me. Keine Chance. Pity. I was about to grant you an exception. Move along, Trousseau. Have a pleasant day. Okay, vielleicht hätten wir die 10 Goldstücke oder 30 Goldstücke investieren sollen. Naja. The floor is yours, but stay your tongue. Do not speak to those behind bars. Ich habe euch schon gehört. Behutsam den Verstand der Wärterin ergründen. Wir versuchen es mal. Oh, plus 1 Intelligenz haben wir dann nur. Schauen wir mal. Ja, das schaffen wir. Your mind swirls with information about the prison. The small levers behind the warden's desk open every cell. While the larger one triggers the alarm. Okay. And interesting items confiscated from prisoners lie above the warden's office, just up the ladder. If you are going to stare, kindly do it elsewhere. As I said, you are free to roam where you wish, but do not speak to the prisoners. Ich habe euch schon gehört. Careful. You may be a true soul, but I will not hesitate to enforce her will. Okay, also der Hebel für eine Gemeinschaftszelle ist quasi der Alarm hier. Da kommen wir auch nicht durch. Ja, ich glaube, dann müssen wir mal mit den Gefangenen reden, oder? Wenn wir da so oft drauf hingewiesen werden. The conversation has been cut short. These prisoners are for Disciple Balthazar's attention only. Okay. Was sollen die Gefangenen denn machen? Mich totquatschen? Wir versuchen es mal. Ah, schaffen wir nicht. Die werden sicherlich sauer, wenn wir da nicht den Wurf jetzt schaffen. Reasoning is hard to argue with. You're free to speak to the prisoners. Okay, wir dürfen reden. Keine Sorge, ich habe eine Erlaubnis. You ordered that guard about as if you were the absolute herself. What do you want with us exactly? Ich will euch nur in Ruhe foltern. Nice try. But I'm no motherless babe. Have your fun with someone else. Okay. You ordered that guard about as if you were the absolute herself. What do you want with us exactly? Ich kann euch helfen zu fliehen gegen Bezahlung. Were I to get such help, I'd be appreciative. But why would a true soul be offering? Mein Verstand gehört mir, die Absolute hatte keine Macht über mich. Ja, das sollten wir hinkriegen. The Absolute thinks she's got you by the scruff of the neck. But it's the other way around, isn't it? I reckon you and I were meant to meet. I'm Wilbrin. Wie seid ihr hier gelandet? All that matters is how we're gonna get out. We need tools. That head case of a warden robbed ours. But anything that breaks rock will do. Even if it's not Iron Hand quality. Whatever you find, throw it through the bars. But for the love of Gerdo, make sure a guard doesn't see you. Or we're both done for. Okay, also irgendwas mit Wuchtschaden. Da hinten ist die Wand. Okay, hier hinten ist auch noch ein Boot, ein Fluchtboot. I swear it. Damn straight. Moment. Hier ist auch noch mal eine Wand. Das ist hier die erste Zelle, glaube ich. Führt denn der andere Weg hier hin? Okay, hier oben. Da können wir wohl rüber.
Und mal gucken, ob wir da hin können. Wir haben ja nichts, was irgendwie Wuchtschaden, glaube ich, macht. Oder haben wir irgendwas gesammelt? Nö, wir könnten denen vielleicht eine Bombe reinwerfen, aber... Ja, da ist die Gefahr groß, dass das vielleicht explodiert. Kommen wir da hoch? Zu hoch. Das ist ja kein Problem, wenn wir hier Kisten und Fässer... Ja, man kann nur auf die Holzkisten erklettern. Dann nehmen wir hier vorne mal eine mit. Dann kommen wir da ja vielleicht doch noch hoch. Okay, das geht. Ja, Lizelle springt ihn natürlich wieder ohne weiteres hoch. So, Astarion fehlt noch. Ich weiß nicht, ob wir hier sein dürfen. Wir versuchen es jetzt aber einfach mal. Was haben wir denn hier? Zerklüfteter Fels. Da geht's noch runter. Ja, vielleicht befreien wir die einfach erstmal. Und die bezahlen uns dann ja vielleicht dafür. So, das müsste die Wand sein hier. Gucken wir uns aber hier auch nochmal um. Oh, hier liegen etliche Knüppel. Ja, warum hat er den denn jetzt angezogen hier? Das soll er gar nicht. Will ich nämlich nur verkaufen. Brüchige Kette. Ah, okay, da muss man die Ketten hier wahrscheinlich noch lösen. Überladen. Können wir uns nicht mehr bewegen, doch. So, warum hat er denn jetzt hier den Knüppel angelegt? Das verstehe ich gar nicht. Das wandert darüber. Das geht darüber. Sie legt jetzt auch die Knüppel an. Das ist aber sehr komisch. Okay, die anderen nicht. Scheint wohl irgendwie ein Bug zu sein. Sloop. Solange das Boot fest vertäut ist, kann es nicht verwendet werden. Ich habe noch nie gehört, vertäut. Oh, noch ein Erdhaufen. Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte graben. Wir versuchen mal keine Aufmerksamkeit zu erregen. In der Zelle war ja niemand, soweit ich weiß. Und wenn wir hier die Wand zerstören,
Dann könnten wir den zur Flucht verhelfen. Ich speichere aber mal. Nicht, dass wir jetzt hier gleich den gesamten Turm gegen uns haben. Okay, wollen wir mal mit ihm sprechen? Achso, die machen die Ketten schon weg. Not now. This boat is tied. Oh, die kommt schon. Ah, okay, die verfolgen uns. Wartet mal, dann machen wir das anders. Aber ich möchte denen schon gerne zur Flucht verhelfen, ohne dass wir hier irgendwie in Schwierigkeiten geraten. Wenn das denn möglich ist, das weiß ich nicht. Das müssen wir mal versuchen. Vielleicht machen wir erstmal die Ketten schon mal weg. Never wanted the easy path. Sei denn, das Boot ist dann weg. Okay, nochmal. Und nochmal. Ja, hätte zu lange gedauert, glaube ich. The current is powerful, pulling at the boat. Should you leave, you will not be able to return to Moonrise Towers this way. Okay. Ablegen und die von der Strömung treiben lassen, in Mondaufgang bleiben. Wir bleiben da, das Boot soll ja helfen für die Flucht. So, was wir jetzt machen, wir holen die Leute hier schon mal rüber. Schattenherz wieder. Best get going. Should mind my step. Weil dann dürften die uns ja hier zumindest nicht sehen. Und mit Noramon alleine gehe ich da mal rüber, zerstöre die Wand. Und dann gucken wir mal. Ich würde jetzt nochmal speichern. Ist natürlich die Frage, ob sie direkt ablegen können jetzt. Boat's good to go. All my plan for now is to hide out on the water. Unless you have a better idea. Ich an eurer Stelle würde auf dem Wasser bleiben, aber es ist eure Sache. Now that is a plan I can get behind. From me and every Iron Hand gnome in the realm, thank you. You've done more than you could ever know. Okay, die hauen auf jeden Fall ab. Jetzt die Frage, ob wir es jetzt hier mit den Leuten zu tun bekommen. Tatsächlich. Die sind aber auch direkt hier. Wenn wir einfach in die andere Richtung laufen und das Gespräch gar nicht stattfindet. Ich möchte es nur mal probiert haben. Ansonsten könnten wir natürlich gegen die kämpfen, aber... Ich weiß jetzt nicht, ob die kommen. Don't waste a step. Swift as my feet can carry me. Okay, die kommen gar nicht direkt angelaufen. Doch, jetzt. Okay, die kommen tatsächlich. Ach, Mann. Und wenn wir das Gespräch schnell überspringen... Vielleicht klappt es ja dann, bevor die da sind. Aber ich glaube, er bleibt da halt so lange stehen, bis ein Gespräch läuft. Breathe deep and move.
boat's good. My plan for now is to hide up now. Okay, die sind weg. Mal gucken, ob die Wachen jetzt direkt da sind. Die sind nicht da, okay. Das Gespräch haben wir dann ja schon einmal gehört. Mal gucken, ob die denn jetzt überhaupt hier feindlich gesonnen sind, wenn die vorbeilaufen. Die sind nicht feindlich, okay. Interessant. Lass uns mal hier in den Bereich wieder reinspringen. Vielleicht dürfen wir uns auch hier gar nicht aufhalten, das kann natürlich auch sein. Dass wir deswegen feindlich waren. Also auch die Augen sind freundlich gesonnen. Okay, diesmal sind alle da, witzig. Jetzt kommen wir hier rein. Naja, stehlen möchte ich hier eigentlich nichts. Weil das könnte im Nachhinein auch noch auffallen. Ich würde jetzt interessieren, ob die halt nochmal zurückkommen oder was die da hinten machen. Ich würde nochmal speichern. Wir können uns ja mal schleichend fortbewegen. In die Richtung und dann gucken wir mal, ob die zurückkommen oder da jetzt bleiben. Aber sie haben uns ja jetzt nicht gesehen, wie wir denen geholfen haben. Also dürften sie eigentlich auch nicht feindlich sein. Okay, sie kommen zurück. So, und wenn die uns hier gleich sehen, dürfte doch eigentlich nichts passieren, oder? Hauptsache, wir sind nicht in der Zelle. Das würde mich nämlich mal interessieren, was sie jetzt zu sagen hat. Okay, cool. Cool, dass das möglich ist. Ich bin tot. Die prisoners haben escaped. And the blame falls on me. I will be split open, my innards splayed before the eyes of the Absolute, as it should be. Gut, dass ich die Gefangenen rausgeschmuggelt habe. Es macht euch nichts, dass ihr getötet werdet. I was, for a time. But this is no less than what I deserve for failing her. Okay, krass, also sind wirklich so verblendet, dass sie sogar dem Tod einfach ins Auge schauen. Wir wollen hier trotzdem nochmal hin, da gab es ja noch eine Klippe nach unten. So eine Steinwand. Da wollen wir mal schauen, wo es dahin geht. So, Lizelle fehlt noch. Du kannst doch so hochspringen. Warum machst du das nicht? Never a dull moment. With haste. Okay, das sieht nicht lecker aus hier. Speicher noch mal. Verjüngendes Miasma. Für den Zauber Tote bleiben ist durch den nekrotischen Gestank in diesem Bereich kein Leichnam erforderlich. Ah, okay, man kann also Tote erwecken. Oh, und das ist ein Gefahrenbereich hier. Vielleicht sollten wir da mal schleichen. Ja, da kommt schon was. Let's have some fun. Hakenschrecken, die kennen wir doch schon aus dem Unterreich. Step careful. Uns gerade noch gesehen. 38 hat er noch. Und wir dürfen noch mal fesseln den vielleicht. Hat das geklappt? Nee. Das sollten wir vielleicht auswählen müssen hier.
Okay. Die anderen beiden sind noch nicht drin im Kampf. Comes, 22 Trefferpunkte, nicht schlecht. Das kriegen wir dann, glaube ich, hier mit dem Pfeil hin. Okay, dann fehlt nur noch der andere. Der sieht uns auf. Wo ist der denn? Ne, der lebt noch. Warte mal. Hatten wir den nicht getroffen? Jetzt ist er tot. So, der andere, der ist da oben irgendwo. Ich möchte eigentlich gar nicht so nah ran mit Nuramon, aber okay. Ja, nehmen wir mal mit. Kritischen Treffer. So, dann können wir die anderen ja ein bisschen näher ranholen schon mal. Weil der Gegner dann ja gleich immer noch überrascht sein müsste. Und dann kriegen wir das easy peasy hin hier. Verängstigt. Sehr schön. Muss ein Vorteil sein, das kriegen wir hin. Ei. Das ist mal ein Schaden. Sehr schön. They should all be running. Zivilist. Der hat ein bisschen was dabei, ja. Den hier wollen wir auch nochmal plündern. Also auf jeden Fall kein schöner Bereich hier. Alles ein bisschen blutig. So, wir gehen wieder schleichend vor. Was war da? Ah ja, okay. Nehmen wir mit. Abgrund. What the hell is this place? Ja, das ist Leichenberge, richtig? Alles voller Blut hier unten. Right beneath the towers. A colony must be close. That must be where the tadpoles are coming from. Ein Illithidenkerker. There's a parasite in that corpse, brimming with potent magic. Da. Zelot kritzt. Da kriegen wir eine Gedankenschinderlarve her. Naja, dafür hat sich das auf jeden Fall schon gelohnt. Cool. Ja, die Sachen können erstmal wieder rüber. Astarion hatten wir, glaube ich, angefangen. Den wir auch bezaubern. Membran. Goblin. Der hat einen Stoffbär. Okay, da ist auch noch ein Membran. Hab ich gar nicht richtig geklickt hier, so. Eingeweide. Okay, da sind wir wieder in der Haupthalle. Was ist denn da? Intellektverschlinger? Okay, da kommen wir aber nicht lang. Okay, interessant. Also, hier ist so ein großer Elizidenkerker unten. Hier kommen die ganzen Larven her. Und ich denke, wir können hier erstmal wieder rausgehen.
Let's see. Ich hoffe, das hat jetzt keine Spitz bekommen, dass wir hier unten waren. The stench of death I can endure. The excrement, not so much. Ja, kann ich verstehen. Wir können natürlich nur hoffen, dass der Wulbrin da mit seinen Freunden jetzt irgendwie das wirklich geschafft hat, zu fliehen und nicht draußen dann irgendwo aufgegabelt wurde. Ja, perfekt. Die Wärterin. Können wir mit der nochmal sprechen? I want to have a word. Farewell, true soul. Serve her well. Okay. Es gab hier noch irgendwo so ein Tagebuch. Da, Gefangenen-Tagebuch. Da dürfen wir jetzt ohne weiteres rein, glaube ich. Man hört hier unten Dinge von Leuten, die nichts mehr zu verlieren haben. Keine Geheimnisse mehr. Man hört, dass Kesserick unberührbar sei, obwohl er das nicht ist. Dass er das eine oder andere Relikt im Mausoleum habe, eine Verbindung, das hört man. Und man hört auch, dass die Verbindung getrennt werden kann. Man hört lauter solche Dinge. Aber meist von Leuten, die längst ihren Verstand verloren haben. Okay, also die ganzen Zellen sind jetzt offen hier. Da kann man reingehen und gucken. Ah ja, das wäre die andere Wand gewesen. Von hinten. Und da ist auch nichts. Okay, dann können wir, glaube ich, hoch. Und in der Haupthalle gab es ja auch noch zwei Treppen nach oben. Da wollen wir dann auch nochmal schauen, was da so los ist. Das machen wir dann aber in der nächsten Folge, liebe Leute. Ich würde mich freuen, wenn ihr dann wieder mit dabei seid und wieder einschaltet. Lasst gerne ein Like oder Kommentar da. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann würde ich mich auch sehr darüber freuen. Bis zum nächsten Mal.